Emsiges Treiben herrschte am 1. August schon am Vormittag auf dem Sportgelände von Deutzen. Der SV Blau-Weiß Deutzen feierte an diesem Tag Vereinsfest. Unterstützung gab es dabei nicht nur von befreundeten Vereinen, sondern auch von Unternehmen. Die MIPRAG ist eines davon. Das Unternehmen fördert eine Vielzahl an kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten in der Region. Mit einer großen Schatzsuche zogen die Mitarbeiter der MIPRAG große und kleine Forscher in den Bann. Wir machen diese Schatzsuchen immer auch zum Aktivtag der MIPRAG jedes Jahr. Und da haben wir gesagt, das könnte hier eigentlich auch ganz gut herpassen. Drei große Sandberge warteten darauf, entdeckt und durchforscht zu werden. Das sind drei große Dreiachser, also so ungefähr jeweils 10, 13 Tonnen, also in Summe 30 Tonnen vielleicht so. Mit dem Startschuss ging es los. In drei Altersgruppen wurde gebuddelt, gewühlt und gesucht. Ja, aber wonach wurde denn eigentlich gesucht? Also Sie können natürlich viele kleine Spielzeuge finden, vom Ball bis zur Schaufel über Eimer. Aber es gibt auch höherwertige Preise, zum Beispiel kleine Silbermünzen. Oder dann als Hauptpreis in jedem Haufen ein Gutschein für einen Familienausflug, zum Beispiel zu Leipzig oder nach Bad Lausick ins Riff. Die erste Kohle fand die 5-jährige Leonie, die nun mit ihrer Familie in den Zoo Leipzig fahren darf. Die zweite Kohle war gar nicht so leicht zu finden. Sogar Mamas, Papas, Omas und Opas packten das Jagdfieber. Jonas entdeckte sie dann und darf sich nun im Freizeitbad Riff vergnügen. Hanna hatte im dritten Sandberg Glück und gewinnt mit ihrem Kohlefund einen Gutschein in den Freizeitpark Belantis. Echte Schatzgräberschätze waren aber auch die Silbermünzen. Und die Kleinen freuten sich über Bälle, Buddelzeug und Co. Bald waren alle Sandberge komplett durchsucht. Was passiert aber nun mit dem Sand? Den lassen wir hier vor Ort. Der ist gleichzeitig mitgesponsert worden. Und zwar wird hier in Deutzen ja ein neuer Spielplatz gebaut, auch mit Unterstützung der MIPRAG. Und das ist nochmal eine Zusatzbeigabe, die wir zusteuern. Mit einem Spatenstich wurde dann auch am Mittag der Grundstein für den Bau des neuen Spielplatzes gelegt. Auch an diesem Projekt beteiligte sich die MIPRAG aktiv. Das Projekt Spielplatz ist geboren worden in Zusammenarbeit mit der Bürgerkontaktgruppe. Wir haben eigentlich spontan gesagt, ja, das unterstützen wir und haben auch unsere Unterstützung jetzt noch etwas erhöht, um auch die Einflüsse des Tagebaus, sag mal, abzumildern. Wo gearbeitet wird, da fallen Späne. Und die bestehen im Tagebau hauptsächlich aus Kohlestaub. Umso wichtiger ist dem Unternehmen die enge Zusammenarbeit mit den Bürgerkontaktgruppen. Also die Zusammenarbeit mit der MIPRAG ist keine schlechte. Wie gesagt, wir haben einige Probleme gehabt seitens Kohlenbelastung, die teilweise nicht auszuschließen ist. Es läuft einfach jetzt auf einem sehr kurzen Weg. Die Leute im Tagebau haben unten meine Telefonnummer oder die Telefonnummer von allen Leuten der Kontaktgruppe. Und da wirst du halt angerufen, hörst zu, ist passiert jetzt irgendwas. Und dann kannst du, bist halt schnell über soziale Netzwerke versuchst, irgendwelche Leute zu erreichen, dass sie halt die Fenster zumachen, Wäsche abhängen, irgend sowas. Also es funktioniert schon. Ja, es ist eine besondere Leistung ja sowieso. Aber es ist ja irgendwo im Prinzip, wenn ich jemandem Schaden zufüge, sollte ich irgendwas tun. Aber wie gesagt, 50.000 Euro ist eine ganze Stange Geld. Sie hätten ja sagen können, hör zu, ich gebe plus 5 oder irgend sowas in der Richtung. Also ich bin da ganz froh, dass es vor allem auch so schnell ging, weil der Ort braucht den Spielplatz. Wir brauchen Kinder in dem Dorf und ich bin da froh darüber. Bald werden also auf diesem Gelände zwischen Kindergarten und Grundschule viele schöne Spielgeräte aufgebaut werden. Der Spielplatz ist lange diskutiert worden in der Bürgerkontaktgruppe. Wir haben uns jetzt geeinigt, wie man es hier sieht, dass wir einige Spielgeräte hinstellen, die zugekauft werden. Und unsere Tochter, die Jala MIPRAG Service GmbH, die wird diese Arbeiten ausführen. Man sieht es ganz gut, das sind also die
zugekauften Teile, die können wir nicht selbst, da haben wir das Know-how nicht, aber die Gala kann die einbetten und kann einen richtig schönen Spielplatz draus machen. Und das geht jetzt los. Spatenstich haben wir gerade getan. Und wann können die Kinder dann hier spielen? Ja, das liegt ein bisschen an der Gemeinde mit, weil die gesamten Genehmigungen und so weiter kommen natürlich über die Gemeinde. Aber ich hatte mit dem Bürgermeister jetzt gesprochen. Wir nehmen uns vor, dass der dieses Jahr im Spätherbst fertig ist. Sagen wir mal Oktober, November. Ich bin richtig drauf gespannt, das schöne Teil hier, diesen Spielplatz, dann in Natur zu sehen und gemeinsam zu eröffnen und viele Kinder auch dabei zu haben. Das würde uns freuen. Probleme gemeinsam lösen. Nicht streiten, sondern miteinander reden. MIPRAG hat wieder einmal mehr bewiesen, dass das Unternehmen fest in der Region verwurzelt ist.